Community-Tube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonntags-Locals. Und ich war nicht diesen Samstag, sondern die Woche davor am Samstag auf den Locals in Itzehoe und habe dort mit dem wohl am meisten degenerativen Deck teilgenommen, was es so in Yu-Gi-Oh! Gibt, welches aber gar nicht so viel dafür gehasst wird, denn es ist ein Anime-Liebling für viele Spieler und Zuschauer des Animes, denn es war Exodia. Denn ich wollte irgendwann überhaupt mal in meinem Leben auf diesen Sonntagslocals auch irgendwie Exodia ausprobieren, irgendwo das mal spielen und zu gucken, hey, kann ich auch mal einfach mal ein Duell mit Exodia gewinnen und das auch mehr consistent? Und ja, es hat funktioniert und natürlich hat sich dieser Deckbild daran orientiert, was der Jeffrey Leonard in den USA auf der YCS letztens gespielt hat. Ich habe hier aber so einen kleinen eigenen Spin mit reingebracht. Ich glaube, das Deck kann man noch ein bisschen mehr competitive machen, wenn man eine bestimmte Richtung entwickelt. Ich habe es so in die Hälfte dahin entwickelt gehabt, weil ich jetzt nicht so viel Vorbereitungszeit damit hatte. Aber ich denke, das kann man noch ein bisschen cooler bauen, solange halt alle Karten noch so bleiben, wie sie jetzt momentan sind, weil dann ist der Deck-Core schon eigentlich ganz nice und man kann halt so ein bisschen Spaß haben im Meta, weil das ist so eine alternative Siegescondition ist, die einem nicht so oft über den Weg läuft und mit der man sehr viel Fun haben kann. Und ich würde euch einiges erzählen, halt wie das Deck aufgebaut ist, wie das funktioniert, was ich verändert habe, wie die Combo funktioniert, vielleicht, falls das Leute noch nicht gesehen haben und falls sie es nochmal ausprobieren möchten, kriegen sie halt die Möglichkeit, hier das zu sehen. Und dann werdet ihr auch mitbekommen, ob ich mit Exodia auch ein Duell oder vielleicht sogar noch mehr gewonnen habe. Schauen wir mal rein und ich erzähle euch gleich mal, wie das Deck aussieht. Und vor allem, was das alles da auf dem Bild zu suchen hat. Das sind eine Menge Packs. Legen wir los. So, da haben wir das Deck. Und ich weiß, hier ist eine Menge Zeug im Bild. Dazu kommen wir gleich. Das muss ich auch nochmal erklären, dass wir so viele UTS-Packs haben. Aber das machen wir gleich. Ich will das jetzt schon so überladene Bild hier gar nicht erst euch hier noch länger zumuten erstmal. Und das hier zusammenzubauen war auch ein Spaß. Ich habe auch hier so eine Fünferkombination reingemacht. Aber es hat am Ende geklappt. Und jetzt zeige ich euch mein Deck. Und das Erste, was auch vielleicht auffallen wird, ist, wie dick das Deck ist. Ich habe nämlich die Deck-Size vom Beispiel-Deck halt nochmal ein bisschen erhöht. Ich habe gesagt, ich spiele 60 Karten. Ich hatte die Idee gehabt, das Deck in bestimmte andere Richtungen zu bauen. Ich glaube, man kann das sogar so in die Richtung bauen, wenn man das ein bisschen schlauer einstellt, vielleicht als ich. Aber ich hatte mal so eine Idee. Ich dachte mir, ich gehe da in bestimmte Richtung, um halt so ein bisschen dem Deck mehr geben zu können als nur die Combo. So, und das Erste, womit wir natürlich einsteigen, ist natürlich einmal die komplette Exodia, die wir hier natürlich mit am Start haben. Und ich hatte die große Choice, welche Pieces nehme ich denn? Und ich dachte mir, eigentlich wäre es halt cool, wenn ich den Kopf benutzen würde. Ich habe euch ja mal erzählt, ich habe 2012, habe ich mir halt eins dieser Scam-Packs bei eBay gekauft, wo es halt diese LOB-Einzelbooster gab und sowas, die damals verkauft worden sind. Das müsste, glaube ich, die ursprüngliche Legendary Collection 1 gewesen sein, die entsprechende Hefter Edition, die da rausgekommen ist. Und ich habe dann halt einfach so ein Random Pack mal mitgekauft gehabt und habe aus so einem dieser Scam Packs einfach eine Exodia gezogen. Also ich glaube, so viel gescammt waren die nicht. Das war sonst wenn dann schlecht abgewogen. Und das ist auch der einzige Kopf, den ich aus LOB habe. Und dann habe ich halt geguckt, was sind die anderen Pieces. Und ich habe gesehen, dass ich von jedem ein deutsches Exemplar habe, auch wenn die nicht alle First sind. Da dachte ich mir, machen wir das. Spielen wir alle vier deutschen Ultras, die ich habe, die auch alle in vernünftigem Zustand sind, und die eine englische des Kopfes. Ich glaube, das passt am besten schön alles aus LOB, ansonsten hätte man halt das ein oder andere Set halt sonst auch nehmen können. Ich dachte mir, vielleicht mache ich auch so ein Mixed Rarity Ding, weil ich habe ja, ich glaube, vom linken Arm eine Starlight Rare oder so, aber das dachte ich mir, das ist ein bisschen zu doof. So, und Exodia, ich wollte einmal in meinem Leben halt, wie gesagt, mit Exodia gewinnen. Und wie kommt man dahin? Da braucht man einiges an Karten, beziehungsweise eigentlich braucht man nur zwei Krieger, die man aufs Spielfeld legt. Und dann hat man schon voll Combo. Und da kann uns unter anderem der Neoraum-Connector helfen. Und der Aquadolphin wird halt durch den Connector rausgeholt. Meistens seht ihr wahrscheinlich, wenn Connector gespielt wird, dass nur ein Aquadolphin gespielt wird, weil Aquadolphin will man normalerweise nicht normal. Aber hier in dem Deck ist es ein okayer Normal, weil man spielt so viele Warrior Extender, die halt sich hinterher specialen können, deswegen ist es vollkommen okay ist, wenn man halt mehrere Aquadolphins spielt, weil Aquadolphin ist extrem wichtig für das Deck, um
potenzielle Gefahren in der gegnerischen Hand schon vorher auszuscannen, zu sehen, was hat er in der Hand, vielleicht auch bestimmte Karten zu hitten damit oder halt mit anderen Karten zu helfen, dass man die entsprechend ausschalten kann, damit man in seiner Kombo nicht aufgehalten wird. Deswegen, drei sind hier vollkommen legitim. Er knallt die gegnerischen Handtraps weg und ermöglicht es uns halt damit tolle Plays zu machen. Dann die weitere One-Card-Kombo, die wir spielen, ist halt Läuterungsritter zusammen mit dem Quiekritter. Der Läuterungsritter kann den Quiekritter aus dem Deck equippen und dann kann er sich specialen und dann kann man mit den beiden halt auch zwei Krieger und vier kriegen mit einem Normal Summon. Die Karte umgeht auch ein bisschen so Ash Blossom und sowas. Der Connector kann halt ja geashed werden, der Läuterungsritter halt nicht, weil der halt einfach aus dem Deck equippt. Und dadurch, dass er ein Krieger, Union und auch Feuer ist, ist halt super perfekte Synergy eigentlich mit dem gesamten Deck und ermöglicht es halt in voll coole Plays zu gehen. So, das sind unsere zwei Engines, die halt die One-Card-Starter machen und dann haben wir halt noch eine Menge Extender. Das sind dreimal die Feuerstein-Dame, wir brauchen halt nur einen Krieger, den wir kontrollieren, um sie zu specialen. Oder Grümpel vorwärts, den wir einfach zuerst specialen können. Den kennt ihr schon aus dem einen oder anderen Deck, wo wir es gespielt haben. Goki in diesem Level 3 Turbo-Deck, was wir immer gespielt haben. Grümpel vorwärts ist eine starke Karte, die man einfach hinterher specialen kann oder los specialen kann und dann von da aus in seine Plays gehen kann. Dann genauso Super Quantum Rote Schicht, auch eine schöne Karte, die auch theoretisch Plays ermöglichen kann. Über Durendal, je nachdem, ob man schon die Normal Summon committed hat. Da kann man noch vielleicht ein bisschen baiten, bis man dann in seine Plays geht, was sehr nice sein kann. Und dann haben wir noch zweimal Renault. Der ist halt wichtig für die Kombo. Man muss halt einen resolven, um, also wenn man nicht Durendal hart eröffnet, wenn man Durendal hart eröffnet, kann man halt theoretisch auch den Renault-Effekt stecken lassen. Aber er ist halt wichtig, wenn man das halt nicht tut, was halt die normalen Kombos halt sind. Und er ist wichtig halt, damit man Durendal aus dem Grave wieder rausholen kann. Das sind halt unsere ganzen Warriors, die wir spielen. Und er kann selbst natürlich auch als Extender benutzt werden, einfach nur zum Specialen, weil normalerweise nutzt man, wenn man seinen Special-Effekt benutzt, benutzt man nicht den Recycle-Effekt. Es sei denn, man hat zum Beispiel mit Dolphin Durendal abgeworfen, dann kann man ihn halt specialen, um Durendal wieder zurück auf die Hand zu nehmen, dann hat man eigentlich schon quasi die Combo, aber er ist halt auch ein guter Extender, kann man theoretisch auf 3, aber auch auf 1 spielen. Wenn man ihn hart eröffnet, ist halt auch nicht schlimm, weil eigentlich haben wir immer halt ein weiteres 1er-Target, was wir aus dem Deck holen können, was wir halt anderweitig für unsere Plays verwenden können, weil auch sein Effekt, dass er zu einem Tuner wird, ist für uns hier nicht relevant, denn eine andere Karte macht einen anderen anderes Monster halt zum Tuner. Dann die Karte, die gesamte Combo eigentlich quasi möglich ist, blauer Drachenbeschwörer. Wenn der vom Feld auf den Friedhof gelegt wird, nicht once per turn, die Karte aus dem damaligen 2014er Starterdeck, was rausgekommen ist und Pendel bei uns eingeführt hatte damals. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, wo wir uns diese ganzen Drachenbeschwörungen mal angeschaut haben. Wenn der auf den Friedhof gelegt wird, kann er uns halt einen normalen Hexer vom Deck der Hand zufügen. Theoretisch auch Drache oder Krieger, aber Hexer ist das, was wir wollen. Das sind nämlich alle vier Normal Pieces der Exodia und den Kopf suchen wir halt über ein anderes Monster. Theoretisch könnte man auch irgendwie bestimmt, ich habe auch überlegt, dass man irgendwie Sangan noch integriert kriegt, weil mit dem kann man halt theoretisch auch jedes der Pieces suchen. Theoretisch kann er auch mit Tourguide gespecialt werden, aber ich bin auf keine Combo gekommen, wie ich die irgendwie sinnvoll nutzen kann, vor allem auch ohne den Normal Summon zu committen. Auch wenn Sangan selbst auch ein guter Starter ist, weil er auch einen Krieger holen kann mit Aboria und so und vom Link 1, aber irgendwie hat das alles nicht geklappt. Ich habe gesagt, wir spielen einfach die Standard-Kombo, das passt. Dann Handtraps. Hey, wir spielen Handtraps. Das ist halt so eine meiner Ideen gewesen. Nibiru einmal Ash, einmal Droll und zwei Effektverschleierern. Wenn ihr das Deck mal ausprobieren wollt, würde ich vielleicht empfehlen, statt zwei Effektverschleierern vielleicht einmal die Mondeskälte, wie die heißt, zu spielen, die auf Special Summon Monster, die halt annulliert und wenn die weg benutzt werden, dass die halt entsprechend burnt. Ich wollte halt, das sind halt die Karten, die halt alle ein Problem sein können, dem Deck halt nerven können. Wailers können noch einigermaßen gut gedodged werden, die anderen Karten kommen immer so ein bisschen auf die Situation drauf an. Und ich habe mir gesagt, ich spiele jede mindestens einmal. Ich hatte halt danach noch Space und habe halt einfach zwei Wailer reingemacht, weil das ein bisschen die bessere Karte ist, wenn man halt eine volle Hand hat und ein volles Feld, dann kann man die halt immer noch gut aus der Hand benutzen. Hatte aber den Immunity-Chill vergessen, die halt auf dem Weg dann mein Kollege auch gesagt hat, wäre sinnvoll vielleicht zu spielen, dachte mir auch so, oh ja, du spielst ja auch im Side-Deck, wäre sinnvoll gewesen, aber ja, das ist halt die Theorie, dass ich die halt spiele zusammen mit Auslöschungsinformant und das Tolle ist halt, man öffnet halt auch gerne mal die Handtraps und dann hat man actual Verteidigung gegen den Gegner, sodass man vielleicht schafft, wenn man Second gehen muss, den Gegner kein Feld aufbauen zu lassen, sodass man in seinem nächsten Zug was machen kann und Handtraps haben mir eigentlich sehr gut geholfen und ich hätte eigentlich, das war eigentlich die Ursprungsidee, dass ich vielleicht einen richtig großen Handtrap-Count spiele, neben Auslöschungsinformanten, sodass wir halt ein bisschen mehr machen. Ich glaube, da kann man noch ein bisschen am Deck feilen, sodass man es halt noch ein bisschen mehr in die Richtung kriegt. So ist es ein bisschen mehr competitive und kann so ein bisschen besser grinden und auch einfach verliert nicht going second. Es sei denn, der Gegner hat Bricked halt so, ne? Und dann hat man halt ein bisschen Interaction. Dann, was wichtig ist für die gesamten Kombos, sind nämlich die Feuerritter. Da haben wir einmal den Feuerritter in Spee, Zünder
Feuerphönix, den Drachobezwinger, der ja auch eine Feuerritterkarte ist, und uns die Kombos ermöglichen kann und er uns hier diesen einen Tuner aus dem Deck holt, weil jedes Monster, das er specialt aus dem Deck durch seinen eigenen Effekt macht, er zum Tuner. Und sein Zerstörungseffekt ist halt wichtig, den nutzen wir halt in Kombination mit unseren Feuerritter. Da spielen wir dreimal den Gallen. Das ist halt einmal, wollen wir den halt aus dem Deck specialen als 6er Tuner, den kann man halt mit dem Renoir dann in 7er Synchro gehen. Und ansonsten, die restlichen Feuerretter sind relativ irrelevant eigentlich von ihren Stats. Am meisten gespielt wird halt Feuerritter Templar als Vierer, weil er halt die Highscale ist oder die beste Highscale ist, die man halt auch theoretisch normen kann, was halt sehr gut ist und auf 2 ist er vollkommen ausreichend. Das ist die Karte, die man halt normalerweise sich mit Isolde hinzufügen möchte, weil Isolde ermöglicht es halt, die Monster-Effekte nicht zu benutzen, aber Pendeleffekte sind davon halt ausgenommen. Das heißt, die Pendeleffekte kann man halt weiter nutzen und alle haben ja den gleichen Pendeleffekt, dass sie sich zerstören und dann eine Feuerritter-Karte in der Hand hinzufügen. Und dann die andere Karte, die halt gern gespielt wird als komplementär Low Scale, ist halt der Kreuzzügler. Leider habe ich halt nur eine Kopie davon, deswegen musste ich improvisieren und habe gesagt, okay, gut, dann spiele ich stattdessen noch ein Paladin dazu. Man kann halt hier relativ gut flexibel ja, sich aussuchen, was man spielt. Bei den Sechsern hat man auch ein bisschen mehr Options. Das sind halt die Low Scales, die man normalerweise in Scales haben möchte, und das sind die High Scales. Der Gallen ist normalerweise halt auch okay, der ist halt genauso gut wie die anderen beiden, aber es ist schön, ein bisschen Variation zu haben und dass man in die Karten reinkommt. Aber man will halt unbedingt einen Gallen im Deck haben, damit man den aus dem Deck specialen kann mit dem Zünderphönix, damit man auf jeden Fall seinen Non-Tuner aufs Feld kriegt. So, das ist die andere, der Teil der Engine, und das ist natürlich alles Krieger, was natürlich auch möglich ist, dann mit einem von den Feuerrittern Normal Summon, Special Summon, Fireflint Lady oder so, und geht von da aus halt auch in die Kombo. Dann spielen wir Harmonisierer-Magier und Lila-Toxin-Magier. Die sind einmal da, um halt unsere Plays zu extenden und zu verbessern. Und sie machen halt das Monster, was halt den Exodia-Kopf holt. Und deswegen müssen die gespielt werden. Und was auch wichtig ist, das sind quasi die einzigen Hexer, die jetzt neben meinen Wählern, die wir halt so mitspielen und dem, wo ist der hier? Den blauen Drachenbeschwörer. Weswegen die halt sehr wichtig sind. Man muss anfangs ein paar Hexer auch für bestimmte Plays haben. Deswegen sind die halt nice to have dabei. Da kann man halt noch ein paar alternative Lines spielen, wenn man möchte. Wenn man schon bestimmte Pieces zum Beispiel in der Hand hat. Dann so ein bisschen Backrow Protection. Handtrap Protection, aber allgemein noch Backrow Protection. Sauravis hatte jetzt keine Action gehabt, aber es ist theoretisch geile Protection, weil kann halt einfach eine Impermanence, eine Veiler einfach negaten. Kommt aus der Hand, ist nicht once per turn. Gegner kommt es, wird es nicht sehen kommen. Er denkt vielleicht nur Cold Fire, aber ja gut, auf Impermanence auch nicht. Aber die kann halt auch Permanence aufhalten, was sehr nice sein kann. Dann wichtig für die Combo ist halt, wie gesagt, ihr Durendal. Wir spielen aber noch ein zweites Target, sollten wir Durendal ziehen. Das ist im Mondspiel gespielt. Wenn man beide zieht, ist schon nicht so geil. Da muss man schon ein bisschen gucken, dass man halt die entsprechende Hand-Setup hat. Aber wir wollen halt immer nur eines senden, deswegen spielen wir ein alternatives Target. Mondspiel gespielt, ihr könnt auch ein anderes Equip nehmen. Ihr könnt DDR nehmen. Wie ihr wollt, falls ihr sinnvollere andere Equips spielt. Ihr könnt auch, keine Ahnung, United We Stand nehmen, whatever. Durendal ist halt die wichtige, die ihr haben wollt. Dann weitere Extender, die wir spielen, auch Krieger. Fertigfusion, Fusionsbewaffnung, Instant Kontakt und Instant Fusion. Ich wollte immer diese Karten schon irgendwie in welchen Decks spielen, wie zum Beispiel, ich glaube, in Sharks und so. Und dann habe ich immer die wieder runtergekartet, weil es gab nie ein Deck, wo man alle spielen konnte, so, weil immer das Extra-Deck zu tight war. Hier passt es perfekt und das sind alles halt Warrior-Extender. Die holen alle einfach einen Warrior dazu, damit man halt in die Isolde gehen kann und von da aus in seine Place gehen kann mit einem zweiten Monster. Und dadurch, dass halt quasi alle Once per Turn sind, spielen wir halt jede einfach nur einmal und haben halt den Pool, den Extra-Deck-Pool, werde ich euch gleich zeigen, was wir alles haben, in was wir dann gehen können. So, das ist das. Dann für Consistency, hey, search any Warrior, why not? dann weitere Protection, spielen wir Magisches Brecherfeld. Das ist eine super starke Karte, die schade leider auf 1 ist. So würde man Multiples davon spielen, die halt für diese ganzen Targeting-Effekten, wie gesagt, schützen kann, die auch Saravis protecten kann. Die spielt man dann Mayface 1 direkt anfangs aus und kommt von da aus in seine Kombos relativ entspannt gehen, was nice ist. Dann Verbot, könnte man auch Multiples spielen. Ich weiß nicht, ob man Multiples sehen will. Wenn man halt nicht Aquadolphin eröffnet und nicht den Gegner irgendwie lesen kann, dann kann Verbot ziemlich Müll sein, weil wenn man jetzt blind was callen, ist immer so ein bisschen hart. Ich hatte ursprünglich geplant, mit Multiples davon zu spielen, aber dann habe ich gesagt, Austauschformat, glaube ich, die bessere Wahl. Deswegen ist sie runter wieder auf 1 gekartet, wie ursprünglich. Aber ich dachte mir, ich probiere was anderes aus als Alternative noch dazu, ist Verkaufsverbot, die halt so ähnlich funktioniert für 1 Spielzug und halt auch die eigenen Karten halt, ja, halt zwar auch verneint quasi für den Rest des Duells, aber auch nice sein kann, weil die halt zum Beispiel nicht durch Cosmic Cyclones oder sowas aufgehalten werden kann. Hatte ich sehr oft eröffnet in meiner Starter und war nicht so gut, weil ich halt meistens dann nicht
irgendwie ein Aquadolphin hatte, weswegen ja, das dann schwierig war, damit irgendwas Sinnvolles zu callen. Weitere Protection halt dreimal Caught by the Grave und dreimal Auslöschungsinformant. Wie gesagt, wir wollen halt unsere Combo durchkriegen und ja, Auslöschungsinformant hätte mir auf jeden Fall eine Combo durchgehen lassen können, wenn der Gegner überhaupt eine Handtrip gehabt hätte. Dann ein Topf des Wohlstands. Wir drawen halt 0 in dem Deck. Man kann halt eine Draw Engine reintun, dann sollte man den auf jeden Fall cutten. Ich hatte auch überlegt gehabt, durch das Equip-Spiel, dass man vielleicht noch eine alternative Win-Condition hinkriegt mit irgendwie Dual-Terminal und mit Bambusschwertern, sodass man die Gegner, wenn man seine Combo nicht hinkriegt, dass man denen keine Main-Phase 1 und Main-Phase 2 gibt, damit man halt im nächsten Zug dann seine Combo vollenden kann. Ich habe gesagt, aber das ist so inconsistent, kannst du vergessen. Man kann halt Draws reintun, damit man halt, so wie Oldschool-Exodia-Decks halt, die sie die ganzen Gäste gedrawt haben, gestallt haben, dass man da reindrawt, finde ich jetzt nicht so sinnvoll. Topf des Wohlstands ist da, glaube ich, ein bisschen sinnvoller. Und durch die ganzen Fusionskarten im Extra-Deck hat man ein bisschen Space, in was man banishen kann, damit man ein bisschen was dazu kriegt, damit man halt noch ein bisschen was searchen kann. Dann weiterer Krieger, die Phantomritter der Schattenbrigandine, habe ich gar nicht gesehen, aber halt auch ein weiterer Extender, solange ihr keine Permanents in den Grave geschmissen habt noch zu dem Zeitpunkt. Und auch noch eine Permanence, wie gesagt, auch zum Auslöschungsformat natürlich dazu einhergehend, damit wir halt die Protection haben. 60 Karten, ja. Mein Ziel war es halt, so ein bisschen mehr Verteidigung zu haben und allgemein auch ein bisschen halt Going Second ein bisschen mehr machen zu können. Handtraps haben mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und ich denke mal, man könnte halt sowas wie Verbot, Verkaufsverbot rausschmeißen. Man könnte halt noch ein bisschen mehr Handtraps, also da kann man auch ein bisschen rumspielen, wenn man möchte, und noch ein bisschen die Handtraps variieren. Dann kommen wir zu dem Extra-Deck. Strickscharf, wichtig für die Combo, weil wir möchten halt unseren Blue Drank Summoner multiple times verwenden und Strickscharf ermöglicht uns halt einen extra Summon reinzukriegen von ihm aus dem Grave, was sehr wichtig ist. Jenseits des Pendels sucht uns unseren Magier normalerweise, unseren Harmonisierer, damit wir von da aus in die Kombos weitergehen können. Das ist halt so ein Zwischenpiece, in was man geht. Dann zweimal Isolde, zweites nur just in case, weil es die erste halt komplett aufgehalten wird. Ob man den Gegner in seinen nächsten Zug aufhalten kann, dann kann man halt im nächsten Spielzug nochmal Isolde versuchen zu machen und nochmal in seine Place zu gehen. Das ist halt unser Starter, von da aus gehen halt die ganzen Kombos los. Dann die Karte, die gesamte Kombos erst wirklich ermöglicht, das ist halt dreimal Selene, weil Selene ist halt nicht hard once per turn, sie ist soft once per turn. Das heißt, jede Kopie, die man rausballert, holt immer wieder den Drank Summoner aus dem Grave und man braucht halt quasi eigentlich vier, weswegen halt Strickscharf halt die vierte Selene ist, die halt auch nochmal einen Reborn gibt, damit man halt alle vier Pieces auch wirklich an die Hand bekommt. Und wenn man halt seine Combo durch hat, braucht man noch ein Generic Monster, was man mit zwei Materials machen kann, weswegen man Appaloosa macht. was auch halt nett ist, die kann man halt theoretisch halt im Grind auch einfach so First Turn hinlegen und kann den Gegner halt damit so ein bisschen nerven. Man muss halt die Combo nicht immer komplett durchspielen, weil öfters mal eröffnet man halt ein paar Pieces in der Hand schon, das heißt, man braucht nicht die vollen Searches. Zeitstellenmagier, das ist der entsprechend den Kopf hinzusucht. Deswegen spielen wir die Magier, die gehen dann in Ehen und der ist ein weiterer Hexer, mit dem wir halt auch weitere Hexer on Field haben, damit wir für weitere Combos gehen können. Das ist die Synchro, die wir gehen, die Recycle uns nochmal eine der Scales, damit wir von da aus halt nachher in unsere weiteren Plays gehen können und weitere Ressourcen an die Hand bekommen. Und den synchronisieren wir halt, wie gesagt, mit dem 6er Gallon und der als Tuner behandelt wird und dem einen Renault, der ein Non-Tuner ist. Dann dachte ich mir, wenn ich schon Flammschwertkämpfer spiele, dann möchte ich aber besondere Flammschwertkämpfer spielen. Da habe ich halt einmal das alternative Artwork genommen aus dem Millennium Pack, weil den sieht man halt nicht so oft irgendwo. Und dann dachte ich mir, ich spiele den guten alten Cyberstein, die Misprints aus dem Dark Beginning und habe mir einfach den genommen, weil es ist halt ruling-technisch so, der Name, der da oben drauf steht, zählt halt nicht, sondern der Effekttext zählt. Der gibt die Identität der Karte raus, weswegen das immer noch ein Flammschwertkämpfer ist aufgrund des Effekttextes. Der aber einen lustigen Namen hat, weil der ja eigentlich gar nicht auf der Karte steht, für die man ihn reveals zum Teil. Was nämlich der Dunkelglanzritter ist, der halt für die neue Fusion Armament Karte aus Duelist Nexus ist, wo man halt ihn vorzeigt, damit man den Flammschwertkämpfer rausholen kann. Aber Cyberstein, dachte ich mir, das ist eine lustige Sache. Da gab es ja so eine Menge Misprints mit den entsprechenden Namen. Da dachte ich mir, den spiele ich, ist nice. Die kann man auch dafür natürlich vorzeigen. Und der ist halt dafür da, dass man halt einen der von denen rauskriegt mit der einen Zauberkarte. Dann Flare Neos für die entsprechende Instant-Kontakt. Und Dinoster Power ist auch wichtig für die Combo. Man hat zwei Extra-Deck-Monster oder zwei Pendel-Monster, damit man halt das Schickschaff triggern kann und Fusion dann dort rausbekommt. Dann im Side-Deck habe ich 1:1 das wie bei der Vorlage gespielt. Gehe ich damit klar, dass das eigentlich eine sehr gute Choice war. Dreimal Weihnachtsunterwälder kann auch ein beliebiger Kaiju sein. Dreimal kein dunkler Herrscher mehr, um entsprechend Boards aufzuhalten. Die Weihnachtsunterwälder war sogar echt nice. So ein paar der Karten waren echt gut im Boarding. Harpien Flederwisch, zweimal Blitzsturm und muss man aufpassen halt, wenn man gegen halt wirklich Floodgate spielt. Hier Tornado bounce halt nur die gesetzten Karten, ne? Wenn er was anschauen kann, dass er auf dem On-Field bleibt, wird es annoying.
Und dann halt noch dreimal ausgeglichener Zweikampf. Ich habe noch meine drei Secret Rare Hatronades aus Expo gesucht, habe die nicht gefunden, sonst hätten wir einen Full Secret Side Deck gehabt. Oder Prismatic Secrets Slash. Hat nicht ganz geklappt, aber ja. Trotzdem, ja, ist Side Deck ja trotzdem so, wie es sein sollte. So, ihr wollt sicherlich wissen, wie die Combo funktioniert. Vielleicht haben einige diese Combo noch nie gesehen und würden gerne selbst mal mit Exodia irgendwie auf Locals gewinnen oder so. Dann können wir euch einmal zeigen, wie das funktioniert. Ich mache es einfach mal mit dem klassischen Neoraum-Connector. Es kann aber beliebige zwei Krieger sein, die ihr habt. Ihr normalt ihn, aktiviert seinen Effekt, holt euch einen Aquadolphin. Ihr könnt seinen Effekt benutzen, könnt nachher in die gegnerische Hand gucken, weswegen dann Verkaufsverbot und Verbot und so halt nice sind, weil dann sieht man, was er hat, und dann kann man es entsprechend callen. Oder man weiß bestimmte Handtraps, wie er die hat, dass man vielleicht nicht ganz da reinspielt oder dass man halt die passenden Konter dann vielleicht schon in der Hand hat und dann weiß, dass man den und den kontern muss zu dem Zeitpunkt. So hat man einfach die extra Informationen. So, dann legt man die beiden weg. Geht für Isolde. Aktiviert ihren Effekt. Ich kann hier nochmal irgendwo ein Field Center oder ich mache hier einfach mal den dahin. Aktivieren ihren Effekt. Adden uns vom Deck. Wo ist er? Einen Templar, den werden wir nur als Scale benutzen im gesamten Spielzeug, deswegen können wir ihn permanent im gesamten Duell benutzen. Dann nutzen wir Isolde. Legen damit wo ist er? Einen flammenedle Waffen Durendal rein. Wenn ihr halt Mondspiegelschild, wenn ihr Durendal schon hart drawn habt, könnt ihr sie zum Beispiel mit den Aquadolphin discarden, aber ihr braucht es auch nicht, ihr könnt sie auch einfach in der Hand behalten, weil wichtig ist nur, dass sie in der Hand nachher ist. Wenn ihr sie nicht milden könnt, schon in der Hand habt, ist es fein. Wichtig ist nur, dass ihr sie irgendwie in die Hand bekommt, deswegen in der Kombo, wenn ihr sie halt nicht habt, holt ihr euch dann den Renault, der holt sich die dann zurück. Ihr könnt sonst auch was anderes holen, wenn ihr sie schon in der Hand habt, weil dann ist der Renault-Effekt zum Recyceln eigentlich egal, aber falls ihr irgendwie ein cooles Target habt, was ihr discardet habt, dann könnt ihr sie nochmal recyceln, sodass ihr ein bisschen mehr Follow-up habt. Falls ihr das braucht, dann aktiviert ihr Durendal, equipped die an einen von beiden, destroyed die Durendal und holt euch jetzt den... wo ist er? Den Feuerritter in Spee, den Zünderphönix. Dann spielt ihr beide in die Scale, aktiviert den Effekt von Templar, um beide zu schießen. So, dann kriegt ihr jetzt erstmal den erstmal Resolve der Templar-Effekt und ihr bekommt einen Search. Dafür holt ihr euch eine der Low Scales. Da nehme ich jetzt zum Beispiel den Kreuzzügler. Dann aktiviert sich Zünderphönix und der specialt uns aus dem Deck einen Gallen, der als Tuner kommt. So, ihr braucht die Low Scale, weil ihr werdet den Templar nachher wieder verwerten, damit ihr eine High Scale habt. So, der wird jetzt als Tuner behandelt durch ihn. Jetzt könnt ihr mit den beiden eine Synchro machen. Der eine geht ins Extra Deck, der eine geht in den Grave. Achso, diese im Extra. Ja, stimmt, diese in der Extra Monster Zone. So ist richtig. So, was mache ich denn da? Die ist nicht in der Main Monster Zone. Sollte man alles mitschieben. So, so Extra Deck, da synchronisieren wir nun den 7. Da gehen wir nun für den Rocks, aktivieren seinen Effekt. Mit dem können wir halt jetzt einen recyceln und wir recyceln uns den Templar, damit wir halt, ja, weil der sowieso dead ist und wir brauchen zwei Pendel im Extra-Deck nachher, weil die würden wir gerne da gratis rauspendeln, damit wir halt entsprechend für unser Fusion-Play gehen können. So, damit haben wir dann die. Dann machen wir den Link mit Isolde und Symphonischen Krieger Rocks. Rocks geht ins Extra-Deck. Und wir gehen damit für... Jenseits des Pendels, aktivieren ihren Effekt, bezahlen 1200 Life Points und adden uns vom Deck einmal Harmonisierer-Magier in der Hand hinzu. So, momentan sind halt alle unsere Pendel-Effekte negated, doesn't matter. Spielen die jetzt einfach aus und pendeln. Dafür pendeln wir einmal den Harmonisierer-Magier raus und wir pendeln Gallen und Zünder-Phönix raus, weil das ist passend für unsere Scales, den Rocks können wir damit nicht rausholen. Dann und Pendulum-Summon aktiviert sich Harmonisierer-Magier und holt uns aus dem Deck einmal ein Lila-Toxin. Die beiden overlayen wir jetzt zu unserem Zeitstern-Magier, aktivieren seinen Effekt und adden uns vom Deck nun in den Kopf, weil das ein finsternes Hexer ist. Falls ihr den Kopf schon habt, könnt ihr auch eins der normalen Pieces nehmen, weil dann habt ihr den ja schon. Kommt halt auch mal vor. Da ist der Kopf, den nehmen wir mal auf die Hand. Dann... nutzt ihr einen Effekt der Feuerritter in den Pendulum Scales, egal welchen, die sind ja Soft Ones per Turn, attemptet ihn zu aktivieren, um zu zerstören, um zu suchen, aber der Zeitsternmagier protectet eure Pendulum Scales durch seinen eigenen Effekt und mildt stattdessen halt einen
euer Hexer vom Deck auf dem Friedhof und das ist der Drachenbeschwörer. Wenn ihr den in der Hand eröffnet, dann braucht ihr diesen Schusseffekt nicht, weil dann könnt ihr den Drachenbeschwörer, den werdet ihr dann in der Hand haben, den könnt ihr dann halt einfach mitpendeln und dann habt ihr quasi das gleiche Ergebnis, weil dann ist er schon on field und ihr müsst nicht euch da durchzwingen, den erstmal aus dem Grave zu kriegen, weil dann kriegt ihr schon mal einen Surge ein bisschen früher und dann könnt ihr ein bisschen früher die Combo ja, beenden, wenn ihr das wollt, möchtet, sollt, dürft, sein, soll, ist. So, jetzt gehen wir mit Jenseits des Panels und Zeitsternmagier in eine Linkbeschwörung. Und wir gehen für die erste Isolde. Selene. So, dann aktiviert sich Selene. Wir kriegen drei Counter immer garantiert, weil wir haben Durendal im Grave immer. Und beide Scales immer offen. Das heißt, sie hat immer drei Counter und kann halt immer einen specialen aus dem Grave. Dann nutzen wir den Effekt und specialen den Blue Dragon Summoner aus dem Grave. Dann linken wir die beiden weg und gehen mit den beiden in das Strickschaf. Dann aktiviert sich Blue Dragon Summoner. Der addet uns jetzt eins der Pieces. Dann machen wir eine Contact Fusion mit Zinderphönix und Feuerritter Galen. Und gehen damit in Dynoster. Dann aktiviert sich Strickschaf und mit ihr können wir jetzt aus dem Grave wieder den Blue Dragon Summoner specialen. Dann können wir Strickschaf und Blue Dragon Summoner weglinken. Wir brauchen halt immer einen Hexer für unsere Selene. Das ist der Blue Dragon Summoner immer dabei. Dann aktiviert sich Selene und Drachenbeschwörer. Chilling 1, Chilling 2 wahrscheinlich. Kriegt wieder drei Counter und der Blue Dragon Summoner addet uns das nächste Piece. Dann nutzen wir den Effekt von Selene. Specialen den Blue Dragon Summoner. Dann linken wir Selene, Blue Dragon Summoner und Dynoster weg. Gehen damit in Selene. Dann wieder das gleiche. Selene aktiviert sich um Blue Dragon Summoner, Chaining 1, Chaining 2. Wir adden uns das nächste Piece. Dann aktiviert sich Selene. Oder dann nutzen wir Selenes Effekt, Special den Blue Dragon Summoner. Linken die beiden weg. Für Appaloosa. Und dann aktiviert sich im Grave Blue Dragon Summoner. Und wir adden uns das letzte Piece und gewinnen das Game mit Exodia. Das ist halt die ganze Combo und man braucht dafür halt nur zwei Krieger. Man muss halt viele Karten im Deck haben und im Extra-Deck, damit man diese Combo halt komplett durchspielt. Nach der Combo haben wir halt nicht mehr so viel im Extra-Deck. Wie gesagt, so ein Pot für 6 könnt ihr halt nicht resolven, aber für 3 ist immer okay. Und könnt man daraus halt komplett mit Exodia öffnen. Und das ist halt die Combo. Falls ihr sie noch nicht gesehen habt, habt ihr sie jetzt gesehen. Und ja, dann kann ich ja gleich rübergehen zu meinen Matchups. So, machen wir mal kurz hier alles ordentlich. Ja, dann fangen wir doch mal an. Erste Runde, ich habe den Würfelwurf gewonnen. Draw Phase, Standby Phase, Gegner schmeißt Shift ab und ich so, yay! Nice! Ist das jetzt Kastira oder Birds oder so? Ich muss passen. Also, ich habe, glaube ich, nur mit Isolde irgendwie mir ein Piece gesucht oder so irgendwas. Ich habe irgendwie so ein bisschen was gemacht, sodass ich wenigstens in die Isolde on-field habe. Dann ist er dran, Special und Fendi, und ich immer so, ja, RIP, ich bin dead. Hab direkt das Game verloren, weil unter Shifter zwei Turns, da ging gar nichts. Der hat halt gut angefangen und der hatte halt, das ist so ein, ja, also das war kein Kastira-Deck, das war Vanquish Soul mit halt Main-Deck Shifter, was halt nicht so nice ist. Dann Game Nummer 2 habe ich angefangen, hab gebrickt und ja, dann habe ich verloren. Dann, nächste Runde, hatte ich ein Freilos und dann dachte ich mir, okay, gut, schaue ich mir an, was die anderen spielen. Und wir hatten halt zwei kleine Jungs, die da waren. Ich glaube, einer war schon mal, ich glaube, auf dem Crimson King Structure Deck Event. Den anderen hatte ich bisher noch nicht gesehen und der andere, den ich bisher noch nicht gesehen habe, der hatte dann in der zweiten Runde gegen Machina gespielt. Beziehungsweise gegen Trains, ja, gegen Trains quasi. Und das Lustige war, Game 2 mussten wir uns alle totlachen, denn er hat sein Standard-Kombo gemacht, hatte dann, glaube ich, Droplets, zwei Skill Drain Face Down, hatte Zitadelle im Grave, hat da so sein Board gemacht und ja, dann war halt der Junge dran mit seinem Radek, aktiviert Monster Reborn, holt sich Zitadelle, normalt Elfenschwertkämpfer und Special, glaube ich, den Trick reichen. Und RIP. Die Zitadelle killt den Gegner einfach, weil er kann den
nicht platt machen. Skillrain zu aktivieren bringt ihm nichts, weil er halt das stärkste Monster. Er kann halt einmal dropletten und das musste er, damit er halt nicht verliert in dem Game. Er musste seine eigene Zitadelle dropletten, damit er halt noch genug Lebenspunkte hat. Wurde danach aber vom Elfenschwertkämpfer, dem Trickreichen und seine eigene Zitadelle einfach niedergeknüppelt und hat Game 2 verloren, was ich sehr lustig fand. Das war sehr weird und sehr, sehr lustig. Das war die Runde. Dann nächste Runde, da ich so, Alter, bitte nicht gegen irgendwas, noch Shifter spielt und ich muss dann gegen Kashtira Pure rein. Ich hab mir so, oh mein Gott. Oh mein Gott. Game Nummer 1 hat den Würfelwurf gewonnen. Hat Full Board. Ich kann nichts machen. Ich denke mir so, nö, komm ich nicht durch. Ja. GG, no re. Game Nummer 2 möchte ich anfangen. Brick. Und konnte direkt wieder einpacken. zweimal gebrickt. Ich hatte halt vorher nochmal die Testhände so getestet, immer so 5er Stapel gemacht und eigentlich waren 80-90% immer Full Combo der Starthände, aber ich habe anscheinend auf dem Turnier dann wirklich mal die 20-10% erwischt, wo es halt einfach nicht so klappt. Und ich war so, okay, gut, boah, letzte Runde, dann schauen wir mal. Und ich durfte dann gegen den Zugspieler ran. Und mein Gegner aus der Runde davor, als ich den Würfelwurf verloren habe, haben die miteinander geredet und da hat der Gegner aus meiner letzten Runde gesagt, komm, lass ihn noch mal anfangen. Und ich so, hä? Das wird er doch safe nicht machen. Und er so, hä, wieso soll ich ihn anfangen lassen? Ne? Lass ihn doch, dann kann er einfach bricken und dann gewinnst du. Das Game hat ja bisher auch nur immer gebrickt. Er so, okay, sure, lass ich dich mal anfangen. Dachte er, mach dich sowieso platt. Er so auch, ich spiele auch keine Handtraps. Also wenn du Combo hast, dann hast du Combo und dann kann ich mir die auch mal angucken. Dachte mir so, okay, sure, dann gucken wir mal. Starthand gezogen. Ah, ich habe schon 2 Pieces. Aber auch für Combo. Hab Combo angefangen, hab Combo durchgezogen bis zur Hälfte halt, weil als ich die Pieces mir den Rest gesucht habe, dann hatte ich halt schon weit vorher die Pieces zusammen und hab mit Exodia gewonnen. Das war mein erstes Mal irgendwo in einem Yu-Gi-Oh! Duell, wo ich mit Exodia gewonnen habe und ich fand das sehr, sehr lustig. Dann Game Nummer 2 hat er angefangen und ich habe im Permanence Nibiru eröffnet, wo ich mir dachte, oh my goodness, ist das amazing. Und er hat gebrickt. Er hat einfach T-Set gemacht und dann war ich dran. Ich war so, are you serious in the back row? Und einfach ein Monster-Set. Und das Ding ist halt, ich wollte dann Combo machen. Und ich glaube, er hat mir was geashed. Nee, ich habe eröffnet mit dem Dolphin, habe mit Dolphin aktiviert und habe in seiner Hand 2 Drolls gesehen und irgendwie nutzlosen Kram. Und dann bin ich so, okay, gut, dann werden wir eine Droll mal los und spielen in die Droll rein, indem wir halt einfach Isolde beschwören und den Search halt aktivieren, damit wir schon mal ein weiteres Piece haben. Ich glaube, ich habe Templar genormelt und irgendwas hinterher gespecialt, damit ich halt den nächsten Templar schon mal in die Hand kriege, ein bisschen extra Dex Setup habe und dann im nächsten Spielzug halt ein bisschen mehr machen kann und damit halt schon mal die zweite Droll auch rausbaiten kann. Habe ich dann gemacht, hat es gebaitet und dann war er halt dran und dann wollte er halt ein bisschen machen. Ich habe halt den Permanence gesetzt und die Nibiru in der Hand gehabt und dann hat er angefangen zu comboen und ich dachte mir so, oh mein Gott, oh, jetzt muss ich aber echt, also Summons muss ich nicht zählen, der summelt mehr als 5-mal. Wichtig ist halt nur, dass er alle seine Effekte durchgeht, sodass er halt keine Effekte mehr nachher hat. Und ich habe ihn so lange summonen lassen, bis er halt auch Zitadelle rausgeholt hat und alles und dann habe ich dann irgendwann sein Stuff Nibiru'd, weil ich so, okay gut, ab hier wird es langsam kritisch, weil jetzt hat er dann 2 Zähne, dann kann er vielleicht diesen einen machen, der sich schützen kann vielleicht und so und das wollen wir nicht. Deswegen habe ich dann sein Feld Nibiru und dann halt ein monstermäßiges Token bekommen. Ich habe Nibiru bei mir im Angriffsmodus und ich hatte halt in seiner Hand gesehen, das Dumme war halt, er hat halt eine Triple Tactics Talent auch noch gehabt, die ich mit dem Aquadolphin mir angeschaut habe. Und dann habe ich mir so, gut, der Nibiru wird irgendwann da reinspielen. Und dann hat er halt die Talents gehabt, hat nochmal 2 Draws gekriegt, hat, glaube ich, jetzt keine Combo mehr nachgezogen, aber er hatte halt auch nicht mehr viel. Und dann war ich dran und ich hatte, glaube ich, dann den Ignis Phoenix aus dem Extra Deck recycelt gehabt, irgendwie. Oder konnte ich, nee, die konnte ich pendeln, glaube ich, weil ich Pendel Scales. Voll hatte. Und ich konnte, glaube ich, Ignis Phoenix und den Gallen, glaube ich, pendeln. Und dann konnte ich die Ignis Phoenix, glaube ich, reinrennen, um mir ein Monster rauszuholen, das dann noch ein Tuner ist. Weil ich hatte, glaube ich, noch einen Weihnachtsunterwäldler und dann konnte ich sein Feld so ein bisschen brechen. Ich konnte für Damage gehen und konnte dann auf Napalooza, glaube ich, mit 3 enden, wenn ich mich recht entsinne.
Und dann kam er wieder, dann hat er meine Appaloosa gelockt und auch meine Impermanence, die ich ja gar nicht benutzen musste im Spielzug davor, hat seinen Stuff so ein bisschen aufgehalten, dann mein Feld so ein bisschen durchgebrochen gekriegt. Und dann war ich nochmal dran, dann habe ich halt nochmal mit Ignis Phoenix so ein bisschen Stuff gemacht und noch was gespecialt und dann glaube ich nochmal sein Monster losgeworden gekriegt, weil ich irgendwie ein Removal dann hatte. Und hab dann das halt so runtergegamed, dass am Ende er halt so wenig Lifepoints hatte. Ich glaube, er hat noch 1000 oder so. Und ich hatte halt immer noch irgendwie, weiß ich nicht, 6, 8 oder so. Ich glaube, ich hatte eine Beyond the Pendulum, womit ich halt so ein bisschen in die Plays gehen konnte, so ein bisschen Setup machen konnte. Aber ich hatte halt niemals die Chance mehr, eine Combo zu spielen. Also ich hatte einfach keine Möglichkeit mehr, eine Combo zu machen. Ich hatte, glaube ich, zwischendurch auch noch Blue Drank Summoner, dann mit mir ein Piece einfach mal gesucht und das Material benutzt. Konnte aber halt seinen Lebenspunkt so weit runtersetzen, dass ich dann am Ende das Game gewonnen habe. Und ja. Wir sind am Ende Vierter von 7 Spielern geworden. 2-2. Zwei Siege, zwei Losses. Eins davon ist halt ein Freilos gewesen, was halt bei 7 Spielern halt passiert. Und ich muss sagen, ich bin zufrieden. Ich habe einmal mit Exodia gewonnen und ein Actually Match auch gewonnen. Aber mit Exodia die Combo gespielt, auch wenn der Gegner natürlich so frei war und mich hat starten lassen. Ich hatte aber auch noch, hätte er Handraps gespielt, ich hatte sogar noch ein Austauschungsinformant Game 1 in der Hand gehabt, ich hätte sogar noch theoretisch kontern können. Deswegen, ich sehr zufrieden bin und ja, Exodia hat einmal obliterated dieses Mal und wie ihr schon gesehen habt, haben wir eine Menge Stuff hier. Wir haben einmal Duamutef, Segen des Horus hier am Start. Das ist nämlich die Promo gewesen von Age of Overlord und da war auch eine Geschichte gewesen. Das wurde ihm zugestellt eigentlich zu dem Sneak Peek-Zeitpunkt, aber es wurde nicht mal irgendwo angegeben. Da stand irgendwie nur ein Name drauf. Das wurde dann irgendwie so eine Zwischentür zwischen dem einen Laden und dem anderen Laden irgendwo zwischengeschmissen, zwischen so Holzbalken. Das hat 2 Wochen irgendwie draußen gelegen. Die Sachen haben es irgendwie überlebt gehabt. Aber ja, das war eine Story, da haben halt irgendwie... Der Paketdienstleister hat die Sachen irgendwie quasi über den Zaun geschmissen und einfach da liegen lassen und nur seinen Namen darunter unterschrieben, dass es bei dem zugestellt worden ist, der einfach nicht existiert in der Nachbarschaft. Super weird, deswegen haben wir jetzt endlich unser Duamutef für unser Age of Overlord Sneak Peek Event erhalten, wo wir mitgespielt hatten. Dann hatte ich noch eine Promo ausstehend, die ich vergessen hatte abzuholen einmal. Maskierte Ninja Ibiso habe ich mir geholt, das ist jetzt glaube ich der brandneueste, der hat auch noch gefehlt. Und dann fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich... Wo kommen so viele OTS-Booster? Okay, einmal 3 Teilnahme-Packs, obviously. Das ist ja bei uns normal. Und dann haben wir noch ein paar Listen gefunden vom Laden, die wir alle nicht mehr auf dem Tacho hatten, dass der Ladenbesitzer uns noch ein paar OTS-Packs schuldet über die letzten Jahre, die wir immer aufgeschrieben haben, aber nicht immer ausgeteilt haben, die wir ja schon alle quasi vergessen haben und jetzt mitbekommen haben, so, ey, Moment. Da fehlt aber noch das und das Pack von Ewigkeiten her, was wir auch schon, meistens waren wir dann so, es passt schon, ist fein, wir spielen halt trotzdem gerne Locals, ich mache es ja eh nur für den Content, da ist mir die OTS-Packs jetzt nicht so wichtig. Aber es ist cool, dass wir die jetzt langsam wieder zusammenkriegen und zurückkriegen, das sind so Sachen, die halt über die letzten, weiß nicht, seit wann spielen wir Locals dort? 2017 oder so, die sich da so angesammelt haben, die wir jetzt alle gefunden haben und das alles ausgestaubt worden ist. Weswegen wir die nächsten Mal ein paar mehr OTS-Packs haben werden, weil wir müssen noch einiges nachholen, was da noch so alles rumlag. Ja, dann haben wir das auch dann endlich mal vom Tisch und deswegen haben wir jetzt hier auch eine Menge OTS 22. Das ist aus, er hat glaube ich 2 Displays irgendwie gemischt gehabt und wir schauen mal, was wir daraus ziehen werden. Es ist eine Menge OTS und ich bin froh, dass wir das endlich mal dann mal geklärt haben und das auch hinter uns haben. War mir jetzt im Endeffekt eigentlich egal, dass wir es dann noch kriegen, aber ich dachte mir so, ey... 10 OTS 22, vielleicht ziehen wir doch nochmal irgendwie eine Ulti. Es haben ein paar Leute auch ihre Packs bekommen und es wurde noch keine Ulti so richtig rausgezogen. Da bin ich mal guter Dinge. Vielleicht ziehen wir ja eine draus, wäre nice. Synchdruckwelle, Flammedler, Ritter Kaiser Charles und Galaxie 100. Oder wir gehen einfach mit ja, 10 Supers raus. Das wäre natürlich auch yay. So, dann haben wir Beschwörungslimit, Nummer 28 Titanische Motte und Horn des Olifanten. Ach, die Super Rest habe ich schon so oft gesehen aus diesem Set. Als nächstes haben wir Morphtronische Fernbedienung, Flammedler Ritter Kaiser Charles und Flinker Angler. Ich glaube, jetzt muss ich auch das Playset von Flinker Angler haben. Das nächste Mal, wenn ich Nimble spiele, muss ich da auch den mal rausholen. Rot markiert, Morphtronische Fernbedienung und glückliche Purely-Erinnerung. Ihr sagt doch, nur Super Rares. Alle ziehen die Super Rares raus und irgendjemand hat dann nachher einfach mal, wenn er mal so die als Teilnahme-Pack oder so kriegt, einfach 3 Ultis. Nummer 28 Titanische Modde, Synchdruckwelle und Waschbär-Baby-Pompoko. Dafür sind die Super Rares unterschiedlich, das ist doch mal etwas. Ach, come on. Ein Frust wäre doch nice.
Werkzeug Mecha-Drache. Beschwörungslimit und Evo-Vielfalt. Nein, wir ziehen jede Super einmal. Jede Super einmal rausziehen. Let's freaking go. Werkzeug Mecha-Drache, Nummer 28, Titanische Motte. Und oh, nice. Markierte Fusion, die zweite Ulti. Ey, wenn wir drei Ultis hätten, das wäre geil. Dann würde ich die Ultis spielen in Zukunft. Sehr nice. Endlich. Oh. Hat aber auch ein paar Packs gedauert, ne? Das waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist im siebten Pack. Alter. Das wären irgendwie drei Teilnahmen gewesen. Dann hätte ich eine Ulti vielleicht mal gezogen. Komm, vielleicht noch eine. Ist wieder so broken, wie wir mit Doppel-Ulti rausgehen. Morphtronische Fernbedienung, Herold des Abgrunds und Horn des Olifanten. Oder es geht einfach wieder von Anfang los mit dem Super Rares. Aber eine Ulti, ich bin zufrieden, das ist nice. Herold des Abgrunds, Evo-Kraft und Flinke Angler. Und vielleicht haben wir auch noch was in ODS 23. Das wäre natürlich auch sehr, sehr geil. Nummer 28, Titanische Motte, rot markiert und Flinke Angler. Hey, also wenn wir jetzt nicht das Playset hatten, dann haben wir es jetzt spätestens. Okay, eine Ulti haben wir. Sehr nice. Eine markierte Fusion und dann kommen wir zu ODS 23. Ich habe überhaupt keine Ahnung, haben wir bisher noch nicht aufgemacht. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt ODS 23 ausgeteilt bekomme. Da bin ich mal gespannt, was wir dann daraus ziehen werden. TG Booster Raptor, TG X1HL und TG Dreizackwerfer. Pure TG. Ja, ich habe genug Dreizackwerfer in Secret, also dass wir da jetzt reprintet haben, freuen sich alle drauf. Yay, Secrets sind immer noch wertlos. Hätte man andere reintun können, die noch keinen Reprint hatten. Ruf des Shinobi-Vogels, schwarzes Loch und super starker Samurai Motorrad. Motorrad. So, und jetzt letztes Pack. Wenn nur eine Ulti aus 13 Packs gehen, ist zwar ein bisschen wenig, aber man nimmt, was man kriegt. Oberster König Tor Unendlichkeit. Ich habe das Gefühl, dass hier schon mal irgendwo kommen raus waren. War das in den. In den Legendary Dragon Decks? Ich glaube, maybe? Wattgiraffe, sehr cool. Hier fehlt zum Beispiel. Watthydra, glaube ich, fehlt noch. Die wäre ein nicer Reprint. Und dann haben wir Seele des Obersten Königs. Oh, die gibt es jetzt schon als Super Rare. Nice, nice. Muss ich dann auf jeden Fall. Ja, noch ein paar davon saven. Warte mal, habe ich die jetzt auf die anderen Supers gelegt? Ja, das war nicht so schlau. Ja, sehr nice. Sehr schön. Eine Ulti. Wenn wir noch eine markierte Fusion noch dazu ziehen würden, wäre das nice. Nehmen wir das Playset. Wäre ich sehr froh darüber. Dann habe ich coole Ultis, die ich spielen kann. Ja, das waren, glaube ich, ganz in Ordnung Pools für die Menge der Booster, die wir hatten. Und wie gesagt, wir werden noch das ein oder andere Mal noch ein paar Packs mehr haben, weil da ist noch ein bisschen was auf den Listen stehen geblieben. die letzte Dekade quasi, was wir noch abarbeiten werden. Und das werden wir die nächsten Male, ja, auch dann noch abholen. Das war's dann hier von mir. Ich hoffe, euch hat soweit dieses Exodia-Deck gefallen, falls ihr es mal ausprobieren wollt. Ich würde sagen, ein bisschen mehr Handtraps rein, so ein bisschen weg von diesen primitiven Karten, glaube ich. Da kann man dann schon einiges mit dem Deck machen und kann schon ein paar lustige Games damit rausholen. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt quasi auf meiner Liste meines Lebens abhaken kann, mit Exodia zu gewinnen. Das ist eine schöne Erfahrung gewesen und vielleicht könnt ihr das auch bei euch mal irgendwann im Leben abhaken. Das war's dann hier von mir. Ich hoffe, euch hat soweit dieses Video gefallen und endlich ist Exodia somewhat playable geworden. Mal sehen, für wie lange das sein wird. Ich würde sagen, falls ihr es nochmal ausprobieren wollt, solltet ihr es so schnell wie möglich machen, denn wer weiß, vielleicht wird die eine oder andere Karte mal davon gehittet werden, weil bestimmte Karten davon sind halt allgemein loop-affin und Konami mag ja nicht so viele Loops. Bis dahin und tschüssi!